Hallo, mein Name ist Tosh und willkommen zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. Ihr schon wieder. In der letzten Folge haben wir hier eine riesengroße Siebenlage aufgebaut. Quasi für Gravel, Sand, Dust. Offscreen habe ich dann jetzt hier noch für Crush Netherrack, Crush Endstone und für Basalt aufgebaut. Wir haben hier eine Erzverarbeitung aufgebaut, die Erze mal 3. Die ist mittlerweile auch schon relativ gut im Anlaufen. Jede Menge Kupfer, Eisen, Gold haben wir schon mal durch. Wir haben auch schon ein gutes paar Blöcke Osmium da. Wir haben hier eine automatische Anlage für Cobblestone Gravel, Sand und Dust gemacht. Ein wenig bisschen Metallurgic Infuser aufgebaut. Und Osmium habe ich hier schon mal einen Basic Energy Cube aufgebaut, weil unsere Energie ist katastrophal. Bin ich ehrlich? Ich hatte in der Hoffnung, dass wir so ein bisschen was ansparen können, aber es kommt auch schon gut was zusammen. Aber das wird beim Weiten nicht reichen. Offscreen habe ich dann auch nochmal ein bisschen mit Flux-Networks gemacht. Ganz einfach für diese Anlage hier. Hier habe ich mal einen Crusher zwischengestellt für Crushed Endstone und Crushed Netherrack. Und da hinten, sieht man das gerade schlecht, ist die Produktion für Basalt. Basalt kann ich einmal ganz schnell zeigen. Und zwar kriegen wir Basalt auch wieder über den Igneous Extruder mit Lava und Blue Ice mit Soul Soil drunter. Wie bin ich an Soul Soil rangekommen? Das ist nichts Schwieriges. Einfach einmal ein Bucket Witchwater und so ein bisschen Coarse Dirt. Das ist einfach nur Erde und Gravel. Aber schnell gemacht. Wie bin ich an Blue Ice rangekommen? Blue Ice können wir herstellen, indem wir Packed Ice zusammen craften. Und Packed Ice kriegen wir, indem wir Eis zusammen craften. Wie bin ich jetzt aber an Eis rangekommen? Gar nicht über diesen Weg. Über einen von diesen Typen da oben habe ich einmal Blue Ice kaufen können. Für, ich glaube, 5 oder 6 Emeralds. Ich bin mir gar nicht sicher. Und naja, da ich auch ein bisschen AFK hier rumstand, es ist mittlerweile gut was an Ressourcen reingekommen. Ich meine, hier alleine schon 3 Stacks Block of Raw Iron Ore. Da dürfte mittlerweile gut was rumkommen. Aber wir haben ein paar Problemchen hier mit dieser ganzen Anlage. Zum einen, man sieht es jetzt gerade an den Drawern, es kommt viel zu wenig Saft drüber, also generell viel zu wenig Items. Das Problem ist dadurch entstanden, dass viel zu wenig Saft da ist. Das heißt, wir brauchen mehr Energie. Und wie würden wir am besten mehr Energie herstellen? Ich bin am überlegen, dass wir einfach ganz doof einen Big Reactor aufbauen. Oder ich glaube, der heißt jetzt Extreme Reactors. Damit haben wir dann auf jeden Fall schon mal Ruhe und können ganz in Ruhe arbeiten. Das nächste Thema ist, ich möchte irgendwie die ganzen Items einmal wegkriegen. Weil, naja, es liegt überall irgendwo was rum, verteilt, man hat keine Übersicht mehr wo, das ist so nicht schön. Deswegen möchte ich gucken, dass wir heute schon so ein kleines ME-System aufbauen, dass wir einfach alles auf die Festplatten schmeißen können und ganz in Ruhe damit arbeiten können. Dazu kommt dann noch der Fall, das ist unsere Base, die sieht mittlerweile nicht mehr schön aus. Es war ein schöner Anfang, so klar, Holzbase ganz am Anfang ist nicht wirklich toll. Da habe ich was Schönes versucht, aber es ist gnadenlos in die Hose gegangen. Ich würde einfach sagen, dass wir einfach dann mal anfangen, hier die Starterbase langsam auch dann ein bisschen abzureißen, wenn das im E-System steht, dass wir hier genug Platz haben und dann wirklich einmal aktiv anfangen, eine neue Base aufzubauen. Dafür bräuchte ich aber bestimmte Ressourcen und ich bin am Überlegen, ob ich in Richtung eine Mischung irgendwie was mache mit Grey Concrete, weil den kann man auch wieder schön chippen. Früher hieß es Chiseln, heute Chippen. Da können wir was Schönes damit machen. Und ich würde ganz gerne mit Terrakotta ein bisschen arbeiten. Da wollte ich überlegen, vielleicht mit Roten oder sogar vielleicht mit Light Blue zu machen. Light Blue kriegen wir relativ gut hergestellt mit Lapis und White Dye. Und ich meine 528, 800. Und wenn wir heute hier wirklich einmal aktiv angehen, dass mehr Zeugs rankommt. Ich werde auf jeden Fall auch gucken, dass ich hier Upgrades reinpacken, weil ich musste hier schon teilweise überall, wo haben wir hier Void Upgrades reinhauen, weil es zu voll gelaufen ist. Ich will gucken, dass die Drawer geupgradet werden, dass da mehr Storage reinkommt. Ich glaube, das geht, sind mittlerweile nur noch 4 Stufen. Genau, Copper, Gold, Diamond und Netherite. Aber ich glaube, wenn wir das erstmal so auf Gold machen, überall vielleicht so ein Gold-Upgrade schon mal rein bei den wichtigen Sachen, dann wäre ich schon mal gut dabei. Es ist auf jeden Fall viel zu tun und ich würde sagen, wir fangen uns einfach mal an.
Also, ich bin hier gerade so ein bisschen schon mal mit den die Erzverarbeitung und die Koppelgeneration so ein bisschen am verbessern mit Speed und Energy Upgrades. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, unsere Stromversorgung bricht komplett zusammen. So, damit wir diese Stromprobleme endlich mal angehen, würde ich sagen, wir fangen an mit dem Extreme Reactor. Dafür habe ich schon mal so ein bisschen Zeug rangeholt. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an mit den Reactor Casings. Ich mache davon jetzt einfach mal zwei Stacks fertig, damit wir hier schon mal so das Layout grob auslegen können. Ich hoffe, dass es reichen wird, aber ich denke nicht. Den packen wir jetzt erstmal ganz grob hier rein. Einfach schon mal den Rahmen machen. Ah, wobei, das dürfte eigentlich schon reichen. Und ich möchte eine 5er Control Rod hier drin haben. Ja, das sieht sogar relativ gut aus. Hätte ich nicht erwartet. Was wir jetzt an Reactor Casing zu viel haben, ist nicht schlimm. Wir werden es auf jeden Fall noch brauchen, weil es wird nicht der erste und nicht der letzte Reaktor sein. Wir werden auf jeden Fall einen Reaktor Power Tap brauchen. Dafür brauchen wir 4 Redstone. Haben wir zum Glück alles hier. Ich nehme schon mal sofort einen Stack mit. Wir werden Reactor Fuel Rods brauchen. Und zwar, wenn wir hier einmal schauen, wir wollen 5 Stück drin haben. Also 3, 6, 9 werden insgesamt 15 Stück sein. Dementsprechend brauchen wir auch, wo haben wir es? Ein Reactor Terminal auf jeden Fall. Hätte schon gleich ein Dier mitnehmen können. Bup. Uran habe ich doch drin. Ich nehme mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Eisen mit. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen mehr mit. Das wird, glaube ich, nicht reichen. So. Also, wir werden einen... Ne, nicht Redstone Port. Das werden wir jetzt bei dem kleinen Reaktor nicht machen. Wir brauchen ein Terminal, damit wir auch sagen können, so, du arbeitest hier. Terminal kommt hier hin. Den Power Tab packen wir ganz so einfach hier hin. Und wir werden noch, wo haben wir, sind das jetzt die Access Ports? Ja, danke. Ja, Vorbereitung. Ja, Access Ports sind das. Von denen brauchen wir noch 2 Stück. Das heißt, wir brauchen Pistons und Truhen. Ich glaube, Truhen habe ich hier irgendwo noch über gehabt. Genau das meine ich. Irgendwo habe ich noch, was ich sogar noch Pistons hier. Okay, Truhen haben wir doch nicht mehr über. Es ist einfach so ein gnadenloses Chaos hier. Das müssen wir auf jeden Fall mal angehen. Deswegen würde ich das MESIS hier einfach schon mal aufbauen. Damit wir das bisschen, was wir hier haben, einfach dann auch schon mal ordentlich reinkriegen. Ich würde sagen, wir packen alles hier in die Seite rein. So, dann brauchen wir noch Reactor Fuel Rods, dafür brauchen wir wieder Graphit. Ein bisschen was müsste hier fast fertig sein, jawohl. Für unsere 15 Rods klappt noch nicht ganz. Ich werde den jetzt auch, glaube ich, noch nicht sofort kühlen. Es kann eh nichts schief gehen. Wobei, ein bisschen Wasser kann man wahrscheinlich reinmachen, einfach da ein bisschen mehr rausquetschen. Machen wir, glaube ich, auch. So, die Control-Rods habe ich auch gerade fertig gemacht. Bum, 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 bum. Das heißt, ich packe mir einmal hier die Control-Rods hin, mache einmal so, so und so. Hier Wasser hin, Control-Rod hin. Und dann machen wir einmal hier Wasser hin, Control-Rod hin. Und ich würde sagen, mit den restlichen 8 Casings, wir haben Energie, wir haben Control-Rods, wir haben In- und Output, wir haben ein Terminal. Machen wir noch ein bisschen Reaktorglas rein. Das ist nur mit normalem Glas einfach. Haben wir im Inventar. Die Crafting-Technik steht aber auch mega ungünstig, bin ich ehrlich. So. Glas, Glas, Glas. Packen hier den letzten Wassereimer rein. Und hier nochmal Glas und Glas. Und der Reaktor ist fertig. Wir sagen hier Output. Und hier Input. Und ich würde sagen, da wir ein bisschen Uran schon über haben. Ach, jetzt müssen wir hier. Kann man das nicht mehr automatisch? Okay. Ich bin gespannt, was es gibt. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Flux-Plug craften müssen.
So, Flachs, Plack. Flachs, das war einfach nur Obsidian, Eye of Ender, alles klar. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas übrig habe. Ich mache einfach neu. Wir haben's. Machen wir mal so. Und so. Zack, zack, zack. Flachs haben wir hier auch genug. Das heißt, wir machen zweimal den hier. Einmal, na, und zweimal. Und können den einfach dann hier anschließen und sagen, das kommt in die Main Base Energy rein. Disconnected, sehr schön. Da muss man hier mit dem Modpack ein bisschen aufpassen, weil ich hatte einmal versucht, hier diesen Flux-Plug einfach direkt hier an die Kabel anzuschließen. Bloß die verbinden sich nicht. Deswegen muss man hier noch so einen Energy Cube zwischenschließen. Ist nicht so eine ganz schöne Sache, aber besser als gar nichts. Hauptsache, es funktioniert irgendwie. So, jetzt nehmen wir nochmal die Fackel und platzieren die hier einfach wieder. Wir haben hier zwei Oak Drawer und zwei Item Pipes. Und ich würde sagen, wir machen dann einmal zack, zack. Bum, bum. Ne? Vertrennen das einmal, das kommt hier rein, das kommt da raus. Und dann kommt das Uran da rein. Und der Reaktor füllt sich auf. Sehr, sehr schön. Ich bin schwer gespannt, wie die Reaktoren gleich anfangen werden zu kickstarten. Ich werde aber jetzt auch noch einen Flux Point craften einmal schnell. Haben wir relativ schnell erledigt. Einfach damit wir dann auch dann mal an den Energy Cube anschließen können, das auch noch ganz ein bisschen speichern können. So. So. Und so. Also dann haben wir hier einmal zwei Varianten. Einmal kommt hier, geht raus, aber es geht auch rein. Main Base Energy. Und ich würde sagen, der Reaktor ist voll. Wir starten das Ganze einfach mal. Und wir kommen auf 6K RF pro Tick. Klar verbrennt er jetzt erstmal mega viel Uran, aber Hauptsache, es läuft erstmal jetzt gleich wieder alles. Zumindest theoretisch. Der ist sofort dran voll. Ich würde sagen, wir machen den einfach mal gerade aus. Wir haben hier noch 2,1 Mega RF drin. Wie viel? Die 10256. Das heißt, wir können nochmal bei den Pipes. Würde ich sagen, gehen wir auf die Improved nochmal drauf. Dass wir dann einfach da noch ein bisschen mehr rausziehen können. Haben wir hier irgendwo noch eins über? Ich meine, ich hatte mal zu viel gecraftet oder habe ich die verbraucht? Ne, die habe ich anscheinend verbraucht. Gut. Soll jetzt nicht das Thema sein. Wir haben noch Eisen dabei. Wir machen jetzt einfach mal so ein paar. 4 Stück. Habe ich Gold hier. Einen Barren. Okay, damit kommen wir nicht weit. Bup, bup. Haben wir Goldblöcke zu Goldbarren. Und wir haben Improved. Mit denen würde ich jetzt einfach mal ganz grob hier sagen, wir gehen hier dran, hauen einmal rein. Und jetzt sollte sich das alles irgendwo langsam mal auffüllen. Oder ist der Reaktor jetzt, der Cube schon leer? Der wird langsam leer gesogen, aber auch nicht so langsam. Was ist mit dir? Du verbrauchst 200 FE pro Tick. Dann mache ich hier nochmal eine Seite und sage hier raus mit so einem. Und langsam sollte sich hier dann auch alles auffüllen. Das sieht doch schon mal langsam alles besser aus. Dann würde ich sagen, dass wir hier aus den ganzen Maschinen dann auch sofort Factories machen. Was sind Factories? Wir haben hier mit diesem Basic Tier Installer, können wir aus einem Energy Smelter eine Basic Smelting Factory machen, die dann einfach drei Vorgänge auf einmal macht. Das Ganze sollte das Ganze auf jeden Fall nochmal beschleunigen, dass wir schneller Ressourcen reinkriegen, auch schneller Erze verarbeiten. Ja, das sieht doch langsam schon mal besser aus.
Und wenn der Reaktor leer läuft, und aber das dauert jetzt erstmal. Oh, wobei. Na, wieso? Da muss ich aber nochmal gucken. Oder läuft das jetzt nur, wenn der voll ist? Wo habe ich diesen Fehler gemacht? Das ist hinten mit Input. Flux Point. Point war doch das Richtige. Ich schaue mir das einfach gerade mal AFK an. Okay, ich habe eine Vermutung, wo das Problem liegt, dass wir jetzt so ein bisschen wenig Durchfluss haben. Und zwar generell die Energy Pipes, wenn wir uns die einmal anschauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die einen normalen Durchfluss von 256 FE pro Tick, beziehungsweise wenn wir rausziehen, kommen wir auf 8000, aber ich schätze mal, dass wir dann eher häufiger diese Upgrades brauchen. Das Ganze würde ich jetzt einfach umgehen, indem wir einfach die Kabel upgraden auf Basic Universal. Die haben einen Durchfluss von ca. 3,2 KFE pro Tick und die speichern auch nochmal intern. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein bisschen Stahl, ein bisschen Redstone. Und da wir jetzt hier mit Flux-Netzwerks arbeiten, müssen wir ganz hier unten drunter großartig anfangen. Wir können dann einfach hier einfach unten drunter, Flux-Plug, Ende. Und wir haben dann nochmal internen Speicher. Und wir sparen uns dieses ewige, okay, hier muss ein Upgrade rein, da muss ein Upgrade rein. Klingt erstmal nach einer guten Idee. Einzig, was wir dafür noch bräuchten, wäre ein Configurator. Der ist aber eigentlich auch nicht allzu teuer. Brauchen aber irgendwie eine Möglichkeit, wie wir das aufladen. Und das hätten wir doch nur für eine Möglichkeit, wenn es irgendwie so einen Würfel gäbe, wo man Items reinlegen könnte, um die aufzuladen. Sowas wie ein Basic Energy Cube, aber naja, den haben wir glaube ich noch nicht. Ein Freund von mir hatte mich auch gefragt gehabt, warum ich nicht die Flux Sieves verwende. Das ist ganz einfach. Wie man jetzt in der heutigen Folge schon gesehen hat, unsere Energieversorgung ist dafür noch nicht ausreichend, weil das bisschen, was wir bei Lava produzieren, das ist neben dem ausreichend. Ich könnte das Ganze jetzt einfach hochskalieren, bis zum geht nicht mehr, aber das ist mir jetzt nicht wert. Da würde ich jetzt lieber gucken, dass wir damit erstmal ein bisschen glatt laufen. Quasi, dass man da vielleicht später nochmal irgendwie so ein bisschen mit Redstone arbeitet, dass er automatisch hoch und runter fährt. Und ganz ehrlich gesagt, mit den Teilen, das war zwar jetzt ein bisschen Aufwand, die zu craften, aber wofür haben wir die Ressourcen, wenn wir sie nicht brauchen? Haben wir so schon mal quasi eine Möglichkeit gefunden, Erze zu sieben, ohne Strom wirklich zu verwenden. Quasi der einzige Strom, den wir dafür verwenden, ist einfach nur Gravel und sowas herzustellen. Und wenn wir dann wirklich irgendwann mal so weit sind, dann können wir immer noch sagen, wir machen, keine Ahnung, für Gravel Sand und das hier wird so ein Flux Sieve. Und können dann hier immer noch ein Netherite Upgrade reinhauen. Dauert zwar noch ein bisschen was, aber wir kommen erstmal mit klar und ich meine, wenn man sich jetzt hier mal die Ressourcen so anschaut, alleine 213 Diamanten aus dem Nichts. Ich finde das jetzt erstmal in Ordnung. So, ich habe jetzt schon mal 7 Basic Tier Installer vorbereitet. Damit will ich auf jeden Fall schon mal gucken, dass... Ich habe schon keinen Bock mehr drauf. Dass wir hier die Maschinen auf jeden Fall schon mal auf Factories machen. Ich glaube, der geht nicht genau. Und wir machen überall Autosort an. Damit sollte jetzt wirklich die Erzverarbeitung mal anspringen. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich gleich hier noch ein paar Erze reinhaue, dass ich die Truhe einmal voll mache und dann hier alles zu Barren mache. Hier die drei Maschinen mache ich auf jeden Fall auch schon mal zu Factories. Einfach damit wir da schon mal dann, wenn wir nochmal Stahl oder Redstone oder sowas machen müssen, dass es dann auch wieder ein bisschen schneller geht. Als nächstes kommen hier auf jeden Fall nochmal 6 Stück ran für die Crusher. Könnten wir eigentlich sogar machen, wenn ich das gerade richtig sehe. Alles, was fehlt, ist ein bisschen Redstone. Machen wir doch einfach mal. Da. 5-mal falsch geklickt. Dafür jetzt aber 5 Basic Tier Installer und wir machen jetzt 1, 2, 3. 1, 2. Autosort. 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 Autosort und Autosort. Und es sollte hier jedes Mal eigentlich 3 Stück reinkommen. Hier müssen wir noch ein paar Upgrades reinhauen, aber das kriegen wir auch schon alles hin. Und wenn das dann einmal richtig anläuft und hier die Drawer auch voll werden, können wir auch mal gucken, dass wir mit ein bisschen... vielleicht mache ich das in einer längeren Folge einfach dann mal als Dingens.
wie heißt es, in der Time-Folge. Da ist dann einfach hier wirklich einfach anfangen abzureißen und neu aufzubauen. Nun wird es wohl Zeit, dass wir in ein paar weitere Schritte halt gehen. Wie zum Beispiel das ME-System und ich würde es auch wirklich mal gucken, dass wir so ein bisschen Ressourcen generieren, dass wir vielleicht mal eine neue Base kriegen, weil, naja, wenn ich mir die Base anschaue, da fehlen wieder Holzstämme, hier ist Holz mit Erde, hier ist Erde und ansonsten Grau auf Grau. Ja, nee. Ich würde schon gucken, dass wir irgendwie was Neues hier hinkriegen, eine schöne neue Base. Ich meine, der Reaktor, der ist jetzt auch ein bisschen sehr ineffizient. Ich warte länger Zeit AFK, ich habe jetzt hier ein paar Erze verarbeiten lassen. Ein paar ist gut, also wir haben guten Vorrat an Eisen, Gold, an allem gefühlt gerade. Jetzt sind auch schon gut, ich glaube, keine Ahnung, mittlerweile 1000 Barren Uran durchgeheizt, aber wir haben noch ein paar Blöcke und es kommt noch mehr rein. Ich habe hier jetzt in einige Drawer schon, wie hier, na, komm. Ich habe da noch nicht so ganz verstanden, wann ich reingucken kann und wann nicht. Hier ist jetzt schon mal bei einigen schon mal ein Copper-Upgrade drin, also für mal 4 und dadurch gehen die auch schön, bleiben die schön leer erstmal. Kann ich dann einfach schön mal wieder rausgehen, alles nachfüllen, verarbeiten und weiter geht's. Die haben auch wieder Blue Eyes, also könnt ihr jetzt nochmal kaufen, aber braucht man gerade nicht. So, auf jeden Fall, ich möchte jetzt einmal gucken, dass wir das ME-System vorbereiten, beziehungsweise so ein kleines und irgendwo habe ich was hingetan, das dürfte glaube ich... Ja, ich suche nochmal gerade. Da waren die Sachen, wo ich es hier getan habe. Und zwar werden wir einen ME-Controller brauchen. Dafür brauchen wir Skystone-Blöcke. Die sind super einfach herzustellen. Einfach einen normalen Skystone in den Ofen schmeißen. Und Skystone kriegen wir hier, indem wir... Wo ist es da? In eine Enrichment-Chamber Skystone das reinstecken. Habe ich einfach mal ein Stack gemacht. Certus Quartz Crystal sind auch ähnlich. Normalerweise müsste man jetzt hier so ein Certus Quarzit in Wasser werfen und 20 Minuten warten. Mit Acceleratoren kann man das ein bisschen beschleunigen auf 24 Sekunden. Oder wir packen jetzt hier dann den Richmond Chamber und haben das in ein paar Sekunden geschafft. Wir könnten jetzt auch anfangen Skystone zu crushen, aber ich glaube ganz ehrlich gesagt, das ist der Aufwand nicht wert. Charged Certus Quarz kriegen wir auch noch später über einen Flux-Aggregator. Und Flux ist... Crystals kriegen wir auch so schon gerade her, also das ist jetzt nicht so wirklich die Mühe wert. Auch hier wieder Fluxas mit Sand und eine Art Enrichment Chamber. So, damit wir jetzt aber erstmal irgendwas machen können, brauchen wir einen Inscriber, denn wir brauchen den Engineering Prozessor. Den Engineering Prozessor kriegen wir dann im Inscriber, dafür brauchen wir ein Printed Engineering Circuit und Printed Silicon. Silicon kriegen wir her, indem wir Certus Quartz das schmelzen. Ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht vorbereitet, aber da gerade die Anlage eh nicht läuft, können wir einfach mal sagen 1, 2, 3 und schmeißen das einfach mal schnell in den Smelter rein. Ja, versteckt ihr euch mal da hinten. Auch da kriege ich euch, keine Sorge. So, den Inscriber können wir in der Zwischenzeit vorbereiten. Das sind 5 Eisen, ein Kupfer, 5 Eisen bzw. 7, weil ich noch 2 Sticky Pistons machen muss. Blub. Redstone habe ich hier irgendwo noch ein bisschen, 2 Stück sogar. Genau, das ist der Grund, warum ich so ein bisschen im ME-System schon mal haben möchte, weil ich gefühlt keine Ahnung mehr habe, wo was ist. Und naja, das ist jetzt nicht so wirklich eine Art, hier weiter zu bauen. Deswegen lieber einmal schon mal so ein grobes aufbauen. Habe ich jetzt nur einen Kopfstein genommen? Ich wollte einen Stack. Lieber einmal ein grobes aufbauen, dass wir dann wirklich so ein bisschen was haben, wo wir expandieren können. Und wir haben wenigstens schon mal die Items irgendwo sicher und können dann einfach ganz getrost anfangen zu arbeiten. So, was mich jetzt interessiert, kann ich jetzt hier einfach einen Fluxpoint dran klatschen? Das sieht schon mal gut aus. Der hat Power. Sehr schön. So, damit wir einen Engineering-Prozessor machen, brauchen wir Engineering Circuit. Und Printed Silicon. Dafür brauchen wir hier diese Prestons. Die kriegen wir hergestellt über Essenzen. Haben wir noch nicht. Über Circuit Etcher haben wir auch noch nicht. Oder wir machen es ganz einfach. Es gibt ein Rezept mit Skystone Dust, Iron Plate und Certus Quartz Crystal. Beziehungsweise generell die einzelnen Bestandteile. Ich nehme jetzt hier einfach mal so 9 Barren, also 9 Stacks, 9 Blöcke so rum.
Die Eisenplatten kriegen wir mit einem Engineer-Server oder einem Ohrhammer. Den Ohrhammer haben wir schon. Ich mache jetzt einfach mal von mir zurück dahin. Vier Stück fertig, weil wir vier Platten brauchen. Und alles, was wir jetzt eigentlich brauchen, ist einmal Silicon, einmal Gold, einen Dia und einmal Zerfquarzküste. Silicon haben wir hier, Gold haben wir hier. Dia haben wir hier. Das heißt, und das haben wir hier. Und dann haben wir schon alles. Dann machen wir einmal die Pressen fertig. Wie die Maschine funktioniert, das ist eigentlich relativ selbst erklärend. Skystone Dust, Iron Plate, Dia. Und es läuft. Das machen wir jetzt einmal mit der Engineering Press. Dann einmal Gold für Logic. Das Ganze dann nochmal mit Silicon. Und zu guter Letzt einmal mit einem Zertifikatskristall. Schon haben wir die Pressen fertig. Der Inscriber ist relativ langsam. Also das Problem ist, dass halt nur eine pro einmal geht. Aber ich habe es schon gesehen, es gibt mittlerweile auch neue Maschinen. Gut, es gibt noch einen Advanced Inscriber, den könnte man machen. Aber ich würde gerne später mal auf diese Circuit Etcher gehen. Die brauchen aber so ein bisschen was zu machen. Ich bin mal gespannt, wie die funktionieren. Ich habe Lazier AE2, ich habe generell AE2 länger nicht mehr verwendet. Aber ich bin gespannt, können wir alles machen. So, wir brauchen wie gesagt den Engineering-Prozessor. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal vorerst einen machen. Jetzt legen wir hier einmal die Silicon Press rein. Und jetzt habe ich nur ein Silicon rausgenommen, oder? Aber natürlich doch. Und ich nehme dann schon mal... Komm, wir nehmen einfach mal einen Stack Dias mit. Wow. Da nenne ich mal einen Abgang. Einfach so verschwinden. Kann man mal machen. Also, einmal Silicon. Einmal Engineering. Und dann einmal Redstone das für einen Circuit. Und schon haben wir jetzt gleich den Engineering-Prozessor fertig. So. Ist das jetzt ein neuer? Boah, aber auch echt wie doof, ne? Und jetzt nehmen wir eigentlich nur noch das Rezept für den Controller und schon haben wir das einmal zusammen. Ich tausche das jetzt einfach mal ganz, ganz doof aus. Und zwar so und so. Schon haben wir den ME-Controller und der müsste auch Energie kriegen, genau. Was wir jetzt brauchen, ist noch ein ME-Drive. Das heißt, wir brauchen nochmal zwei von denen. Hätte ich ja vielleicht auch vorher reinschauen können. Was ist das Drive? Das Drive ist quasi der Ort, wo die ganzen Festplatten abgelegt werden. Weil unsere Items, die wir jetzt produzieren, also quasi produzieren später und auch jetzt schon haben, werden auf Festplatten gespeichert, dass wir quasi alles in einem zentralen System haben. Damit dieses Truhenchaos eindeutig mal verschwindet. Dafür brauchen wir aber erstmal die Festplatten selber. Ich möchte erstmal auf 4K gehen. Das heißt, wir brauchen 4K Storage Components bzw. 3 1K. Und dafür brauchen wir Logic und Certus Quartz Crystals, aber die haben wir relativ schnell produziert. Könnte man bitte hier weggehen? Der ist jetzt mal gerade ungenehmig. Was hast du denn? Langweilig? Langweilig. Jetzt verschwindet. So, einmal, zweimal, zack. Und einmal, zweimal, zack. So, in der Zwischenzeit kann ich dann auch schon mal so langsam erklären, was ich generell vorhabe mit der Base. Und zwar möchte ich gucken, dass, ich habe das halt schon mal so ein bisschen angedeutet, ich will eigentlich gucken, dass wir so verschiedene Wege haben. Also so ein bisschen dieses Art kann man Design schon übrig lassen, aber es soll jetzt kein einzelnes Gebäude werden, es soll wirklich eher so... Ich sag mal, in einer Art verschiedene Gebäude werden. Ich habe da so ein bisschen was im Kopf, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger zu erklären, als es eigentlich hinterher wird. So, ein ME-Drive. Dafür brauchen wir jetzt aber noch Flux-Kabel. Das heißt, wir brauchen Quarz-Fiber. Glas habe ich hier noch ein bisschen. Nein, kein Crystallized Manual-Chunk.
So. Wir machen dann einmal Quarzfiber. Zack, 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 zack. Das sollte auf jeden Fall davon reichen. Davon denen werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr brauchen. Und dann haben wir ein ME-Drive. So, das schließen wir jetzt einfach mal. Den machen wir jetzt einfach mal gerade weg. Packen wir hier neben und packen da den Strom hin. So, jetzt haben wir fast alles zusammen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt können wir die Festplatten machen. Oder ich packe jetzt hier schon mal ein Kabel drauf. Wow, das wird jetzt mal angezeigt. Wie gesagt, ich habe AE2 lange nicht mehr verwendet. Ich finde auch dieses 3D-Muster hier jetzt relativ cool. Ich bin mal gespannt, was wir daran alles verändert haben. Damit wir alles aber verwenden können auch, brauchen wir auch ein Crafting-Terminal. Das möchte ich sogar jetzt schon mal gerade machen, dass wir hier schon mal craften können. Dafür brauchen wir schon mal einen Calculation-Prozessor. Den können wir schon mal langsam anfangen. Wir werden für das Terminal selber werden wir ein bisschen Glowstone brauchen und ein bisschen Glas. Habe ich noch Glas hier über? Nein. Das ist aber nicht das Thema, weil wir mittlerweile relativ guten Vorrat hier haben. Ein Level voll. Ich nehme jetzt einfach mal 2 Stacks und mache schon mal ein bisschen Sand, solange fertig. Und jetzt ist wieder so genau das eingetreten, was ich eigentlich nicht mehr wollte, dass ich so quasi alles in der Folge mache, aber naja. Ach, habe ich sogar noch. Glowstone wollte ich haben und ich nehme nochmal Stack Redstone mit. Dann sollten wir auf der sicheren Seite sein. So. Wir brauchen hierfür einen Circuit. Wir brauchen hier 2 Circuits jeweils. Also machen wir nochmal ein bisschen was hier rein. So. Die Circuits habe ich jetzt einfach mal gerade offscreen fertig gemacht. Das war jetzt kein großes Hexenwerk. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Quarzglas. Davon können wir eigentlich mal eine große Menge vorbereiten. Ungefähr so. Das bisschen zertes Quarz, das schmeiße ich jetzt mal gerade weg. Ich hoffe, das hat sich aber bald erledigt, dieses ewige Wegwerfen. Und wir haben einmal... Hey, hier wird nicht gesoffen, während ich am Aufnehmen bin. Schon gar nicht so laut. Benimm dich mal. So, wir haben Illuminated Panel. Das werden wir jetzt einmal verarbeiten. Wir brauchen dafür... erstmal wieder ein bisschen Platz. Das geht ja gerade gar nicht mehr. So, wir machen nochmal gerade so. Das brauche ich, das brauche ich. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Wir werden auf jeden Fall einen Crafting Table brauchen. So. Dann brauchen wir für die Terminals. Wir brauchen einen Elation Course. Das heißt, wir brauchen Fluxdust und Netherquarz. Habe ich vielleicht beides noch hier? Fluxdust ist... Hier, Netherquarz sieht schlecht aus. Nein. Ja gut, bringt nichts. Müssen wir einmal ganz kurz rüberlatschen. Darauf freue ich mich am meisten, wenn ich das alles hier so ein bisschen verkabelt habe. Alles im System drin ist. Machen wir es einfach mal gerade schnell hier. So. Wir brauchen einmal das. Und wir brauchen einmal... Nee. Wollte einmal klug sein und die Rezepte im Kopf haben. Wir brauchen das einmal so rum. Und wir können dann einmal das ME-Terminal machen und das Ganze einmal weiter zum ME-Crafting-Terminal. A much bigger table. Das ist auch ein wirklich großer Tisch, weil das packen wir jetzt einmal hier dran. Und wir haben... Moment. So. Und wir haben dann quasi hier unsere ganzen Items drin. Können wir jetzt aber leider nichts reintun, weil wir noch keine Festplatten haben. Die Festplatten kriegen wir, ihr habt es euch schon fast wieder gedacht, indem wir wieder Prozessoren machen. Und zwar brauchen wir diese 1K. Ich will jetzt erstmal, ich habe noch 6 Gold im Inventar, 6 Stück machen. Weil dann können wir 2 4K machen und damit sollten wir auf jeden Fall unsere ganzen Items schon mal einspeichern. Das werden wir jetzt aber nicht alles später dann weiter per Handy machen. Das geht jetzt rauf bis 256, habe ich schon gesehen. Keine Sorge, das wird später alles mit Applied Energistics automatisch gemacht. Denn Applied Energistics bietet ein Auto-Crafting-System. Was bedeutet das? Dass man quasi einfach nur sagt, hier, das sind die Rezepte, die du machen kannst, da machst du das, da machst du das. Und der craftet dir die ganzen Sachen automatisch. Wie das funktioniert, ich glaube, viele kennen das schon.
Aber trotzdem, es wird später nochmal genau erklärt. Keine Sorge. So, wir brauchen dann die Logic nochmal. Ich mache das mal gerade ganz schnell fertig. So, 6 Logic-Prozessoren sind fertig. Das heißt, wir können jetzt einmal hier... Oh, ich muss das einmal ordentlich anlegen. Gut, aber auch nicht das Thema. Wir können uns dann hier einmal die 1K machen. Und die können wir dann weiterverarbeiten zu... Na, wo ist das Rezept? Oh, ich habe die Calculation-Prozessoren vergessen. So, und jetzt können wir hier die 4K craften. Einmal und zweimal. Nehmen uns das Redstone komplett wieder raus. Und die... Was ist denn? Deep Item Storage. Okay. Sag mir jetzt gerade nichts. Schau ich mir vielleicht offscreen ein bisschen an. Und die können wir jetzt in... Wo haben wir es? Festplatten umwandeln. Eine mache ich jetzt schon mal. Die kommt hier rein und... Es geht alles rein. Das tut so gut. Werkzeug nehme ich aber erstmal wieder raus, weil es einfach nur unnötig Platz wegnimmt. Ich stelle mir jetzt immer so gerne ein, dass die meisten Items hier drin sind. Und alles, was wir einfach nochmal machen. Wir haben noch eine zweite Festplatte, die wollen wir natürlich auch haben. Die kommt auch hier rein und wir sehen dann immer so schön, hier ist schon was gefüllt, hier noch gar nicht. Und es ist das Allerschönste. Alles einfach rein damit. Ihr werdet mich jetzt einfach mal ein bisschen hier die ganze Zeit zusehen. Ich werde dazu ein bisschen plaudern. Nein, natürlich nicht. Keine Sorge. Ich mache das jetzt hier einfach mal so ein bisschen offscreen. Bis gleich. Da ich noch ein paar weitere Festplatten machen wollte und keinen Bock habe, immer alles einzeln einzudecken, habe ich mal schnell einen Advanced Subscriber vorbereitet. Was macht der? Das ist ganz einfach. Wir tun jetzt hier einfach wieder die Silicon Press zum Beispiel rein und können dann einfach einen Stack Silicon reinhauen und wir lassen das Ganze laufen. Wir können jetzt hier noch mit Acceleration Cards arbeiten. Die brauchen Dias, Calculation. Könnte ich jetzt gleich machen. Werde ich wahrscheinlich auch einfach damit. Warte. Die gehen mittlerweile automatisch ins System. Wow. Das wusste ich nicht. Das macht einiges einfacher, die zu automatisieren. Da bin ich mal ganz ehrlich. Habe ich nicht mit gerechnet. Da war ich jetzt selber gerade ein bisschen überrascht, wie man vielleicht mitbekommen hat. Ich habe mich schon gewundert, wo die hingehen. Aber okay. Also, wenn die jetzt eine Verbindung zum ME-System haben, werden die einfach ins ME-System geschickt. Das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Ja, dann werde ich auf jeden Fall mal gucken, ein paar Acceleration-Cards machen. Und naja, die Festplatten hier sind schon so gut wie voll. Also, ich habe hier noch so ein bisschen Zeug, was rein kann. Ich glaube, hier die Erze werde ich jetzt einfach mal in die Verarbeitung schicken. Und dann haben wir da noch ein bisschen Zeug, was rein muss. Hier die Truhe ist leer, die ist nicht leer, die ist nicht leer. Die ist aber leer. Ja. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe jetzt hier nochmal 4 Festplatten dazu gemacht. Eine ist quasi auch nochmal komplett voll, aber wir haben jetzt all unsere Items erstmal hier drin. Da drüben sind noch ein paar Erze, die nochmal nachproduziert werden. Ich habe mir ein bisschen gut was Eisen nachgelegt. Aber das kommt dann auch noch alles da rein. Auf jeden Fall, ME-System steht. Wir haben einen ziemlich guten Fortschritt gemacht. Wir haben unsere Maschinen aufgerüstet. Wir haben jetzt auf jeden Fall relativ starken Zugang zu Gravel, Sand, Dust. Also wir können auf jeden Fall ein bisschen Clay und Concrete arbeiten. Ich werde gucken, dass ich vielleicht offscreen ein bisschen dran arbeite. Vielleicht mache ich eine einzig gigantische... ich wollte jetzt schon Nastox sagen, das war was anderes. Eine einzig gigantische Timelapse draus. Wie ich hier alles abreiße, neu aufbaue. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall möchte ich mich auch hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Kein Screenshot machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt einmal auf den Abonnieren-Button. Der ist komplett kostenlos. Und natürlich auch dann beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Tschüss.